Hallo, moin moin, grüß Gott und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Late Night zu Haring. Wer mich nicht kennt, ich bin der Thomas Schad und fliege im Fliegerclub Schönebeck. Bin segelfliegerisch seit meinem 14. Lebensjahr aktiv und seit meinem 18. Lebensjahr Fluglehrer. Ich fliege gern mehr oder minder große Strecken im thermischen Segelflug. Keine Wettbewerbe mehr. Mein Lieblingsfluggebiet ist in den letzten Jahren Zentralspanien und im Winter findet man mich auch in den Wellen der nördlichen Mittelgebirge. Und wenn es die Zeit und der Urlaub erlaubt, bin ich auch mal im Altvater und im Riesengebirge unterwegs. Wenn wir heute Welle fliegen, stehen uns umfangreiche meteorologische Daten zur Verfügung. Wir können diese sogar in unseren Rechner laden, auf bunten Bildschirmen einzeigen und dann ganz einfach der roten Spur hinterherfliegen. Aber das wird nicht immer reichen. Ich glaube, ein bisschen Grundwissen über das Gebiet und eine Menge Erfahrung sind die Grundpfeiler des Erfolgs, wenn wir uns aus unserer Komfortzone begeben. Das heißt, wenn wir tief kommen. Wir haben uns heute eine große Portion Erfahrung eingeladen. Ich begrüße als erstes den Ältesten in der Runde. Das ist der Herbert. Fliegt seit 1971 mit einer Unterbrechung von 20 Jahren, wo er sich um Familie und Beruf gekümmert hat. Er ist Fluglehrer, Ausbildungsleiter, hat ca. 4.400 Stunden Flugerfahrung und seine segelfliegerische Heimat ist der Dingel. Momentan oder jetzt fliegt er im Fliegerclub Brandenburg. Im Dingel hat er auch seine ersten Wellen geflogen. Bei der Ackerflieg hat er an der D39 und D40 gebaut. Am liebsten mag er das Wellenfliegen. Hat Erfahrung in den Mittelgebirgen, im Bautzner Bergen, Riesengebirge, in den Sudeten und auch mit Flachlandwellen. Er fliegt gern über Land und seit 2002 auch regelmäßig Wettbewerb. Beruflich war er Diplom-Ingenieur für Regelungstechnik, früher bei einer großen Aufzugsfirma. Jetzt ist er, wie er selber sagt, im Unruhestand. Der zweite in der Runde ist der Christoph Maul. Hallo Hallo. Christoph, oder muss ich Sir Christoph Maul sagen? Aber das behandeln wir in einer späteren Sendung. Christoph macht seit 1983 Segelflug, ist Fluglehrer, Ausbildungsleiter und hat eine Gesamterfahrung von 3.600 Stunden. Sein Verein ist die Ackerflieg Frankfurt und er fliegt der Ring in Schwalmstadt-Ziegenhain. Seine fliegerischen Vorlieben sind Wandersegelflug ohne Rückholer, am liebsten mit unserem Dritten im Bunde, mit dem Thomas. Wellenfliegen hat er die meisten Erfahrungen aus den Pyrenäen, Schottland und den norddeutschen Mittelgebirgen. Sein Vorzüge sind individuelle Streckenfliege. Er fliegt auch keine Wettbewerbe. Und seit 2018, so steht es hier, ist er mit Herberts LS6 unterwegs. Beruflich ist er Physiker an der TU Braunschweig. Kommen wir zum Letzten in der Runde. Das ist der Thomas, mein Namensvetter. Segelflug seit 1989, Fluglehrer, Gesamtflugzeit 3.500 Stunden. Er fliegt in der Airbus Segelfluggemeinschaft Bremen am Segelflugplatz Tarmstedt. Fliegerische Vorlieben sind Wandersegelflug ohne Rückholer. Ihr könnt raten, mit wem? Natürlich mit Christoph. Wellenfliegen, auch die meiste Erfahrung in den Pyrenäen, Schottland und den norddeutschen Mittelgebirgen. Er ist auch ein individueller Streckenflieger, fliegt keine Wettbewerbe und sagt, er ist noch Meteorologielehrer an der Verkehrsfliegerschule der Lufthansa in Bremen, noch, da die Schule in der jetzigen Form geschlossen wird. So, ich habe schon in den Chat geschrieben, wenn ihr Fragen, Hinweise, Anregungen habt, dann schreibt sie einfach rein. Ich leite sie dann an die entsprechenden Leute weiter und wir hoffen, wir haben eine interessante Diskussion und einen spannenden Abend. So, Christoph, ich übergebe an dich und klinke mich mal kurz aus. Bis dann. Ja, hallo, ich grüße euch auch alle, wo immer ihr herkommt. Wir wollen euch heute mitnehmen auf das Wellefliegen in den nördlichen Mittelgebirgen. Ich gucke mal, dass ich meinen Bildschirm hier geteilt kriege, dass ihr das auch seht. Ja, was sieht man da? Das ist tatsächlich ein Foto, was ich selbst gemacht habe am Rande des Thüringer Waldes, obwohl es ein bisschen aussieht, als ob es auch in Argentinien sein könnte. Also das für die Leute, die nicht so oft in dieser Gegend unterwegs sind, da gibt es ganz ordentliche Wellen, die auch ganz ordentliche Wolken machen, die so aussehen, als ob man da gut fliegen kann. Ja, und was man da aus diesem Gegend und diesem Wetter machen kann, wollen wir euch heute so ein bisschen nahe bringen.
Ja. Ich will euch zuvor auf einen kleinen Exkurs mitnehmen, was vielleicht ein bisschen unerwartet ist. Das liegt daran, dass wir im Vorfeld uns gar nicht so ganz einig waren, was die nördlichen Mittelgebirge eigentlich alles umfasst. Und wie ich die sehe, will ich euch mal zeigen, wie ich zu dieser Einstellung gekommen ist, wie ich diese Gegend einschätze. Und dieser Exkurs geht mal ganz kurz nach Schottland. Wir springen aber gleich wieder zurück. Ja? Wenn wir mal nach Schottland reingucken, das ist das nordschottische Gebiet. Da ist mal alles reingemalt, was man so als Deutscher oder Mitteleuropäer kennt. Edinburgh und Glasgow sind irgendwo im Süden, außerhalb dieses Bildschirms. Loch Ness kennt jeder, das ist ja irgendwie hier oben. Hier sieht man diese ganzen Gebirge, das ist das schottische Hochland. Der höchste Berg ist der Ben Nevis mit ganzen 1345 Metern. Und der Flugplatz, wo man schön fliegen kann, einer von den drei schottischen, die es da überhaupt gibt, ist in Boyne. Da will ich aber gar nicht weiter drauf eingehen. Wenn man ein bisschen tiefer reinguckt, dann besteht dieses schottische Hochland nicht aus einem einzelnen Gebirge, sondern das sind viele einzelne Berge, die komische Namen haben, die man normalerweise nicht kennt. Ja, also den Cuillin, den Monadliad, die Grampian Mountains und so weiter und so fort. Die Frage ist ein bisschen, was gibt so eine Topografie für das Wellefliegen her? Ja, und wenn man mal guckt, was die Schotten daraus machen, dann sieht man das. Das sind die Wellenflüge, die in Aboyne gemacht worden sind im Laufe von 3 Jahren. Und wenn man sich mal anguckt, in welchen Höhen die Menschen da rumfliegen, das ist so zwischen 2 und 4 Kilometer eingezeichnet, ist einmal die Flugfläche 100. Ja. Das heißt, was können wir von Schottland lernen oder mitnehmen? Dort kann man in alle Richtungen fliegen. Man kann bei allen Windrichtungen fliegen. Es gibt keine oder im Umkehrschluss ganz viele Standardrennstrecken, also nicht so, dass man immer nur den Hauptkamm von Ost nach West oder von Nord nach Süd abfliegt, sondern es gibt in jeder Windrichtung irgendwie einen Berg, der eine Welle macht. Man kann raumgreifend fliegen und die ganzen Teilsysteme, die es gibt, diese namenlosen oder Gebirge mit seltsamen Namen miteinander verbinden. Und man muss nicht 6 oder 8 Kilometer hochfliegen. Man kann das auch in 2 oder 4 Kilometern machen. Ja. Das heißt, das schottische Hochland ist so eine Art Gesamtsystem, was aus Teilgebirgen besteht. Und die Frage ist so ein bisschen, ist das ein Modell für das norddeutsche Mittelgebirge? Und ihr werdet ahnen, ich denke, ja. Ja. Das heißt, ich möchte mit diesem Auge, mit dem wir jetzt auf Schottland geguckt haben, wo wir nicht irgendwie vorgeprägt sind mit einer gewissen Idee, mit diesem Auge möchte ich mal auf die norddeutschen Mittelgebirge schauen. Links ist Schottland, rechts sind die norddeutschen Mittelgebirge. Das sieht noch nicht ganz so gleich aus. Ich habe die norddeutschen Mittelgebirge mal ein bisschen abgesenkt oder den Meeresspiegel angehoben, dann sieht das so aus und dann ist es schon nicht mehr ganz so unterschiedlich. Und wenn ich Schottland auch noch ein bisschen absenke, sieht das doch schon relativ ähnlich aus. Und wenn ich jetzt die Dimensionen da nochmal reinmale, wir haben einmal quer über Schottland von der Ostküste zur Westküste circa 300 Kilometer, den höchsten Berg hier mit 1300. Das sind auch die Dimensionen von dem Gebiet, über das wir heute reden wollen. Ja, hier oben ist der Brocken am Harz, hier ist das Binger Loch unten am Rhein, das sind 275 Kilometer und der Brocken hat auch so ungefähr 1150 Meter. Ja. So, also das hat irgendwie Gemeinsamkeiten, diese Gegenden. Und wenn man mal guckt, was in den norddeutschen Mittelgebirgen so geflogen worden ist, in den letzten 20 Jahren zumindest, das, was wir in der Vorbereitungszeit jetzt gefunden haben, auch das sieht nicht so unterschiedlich aus. Also ich möchte gern mit diesem integrativen Bild auf die Mittelgebirge gucken und nicht sagen, da gibt es den Harz und da gibt es den Thüringer Wald und das sind isolierte Systeme, die man miteinander verbinden muss, sondern das sind Teilsysteme von einem Gesamtsystem. Ja. So, also das vorweggeschickt. Ja, jetzt springen wir mal zurück in die Gegend, um die es eigentlich gehen soll. Das ist also im Wesentlichen das, was ihr da im Hintergrund seht, die norddeutschen Mittelgebirge als ein Gesamtsystem, unsere Spielwiese. Ja. Ich möchte versuchen, da so ein bisschen Ordnung reinzubringen, was man da fliegen kann. Erstmal ein bisschen was Grundlegendes sagen, warum das so abgegrenzt ist, wie ich es hier abgegrenzt habe. Und dann, je nachdem, wie die Zeit sich so entwickelt, auf die unterschiedlichen Windrichtungen man eingehen, besondere Highlights hervorheben und spezielle Eigenschaften, welche Berge, welche Flugplätze eignen sich, welche Flüge sind gemacht worden und so weiter. So,
Das ist also ganz grob das Gebiet, um das es gehen soll, dieser rote Kasten, den wir da haben. Ja. Da ist einmal drin der Harz, das hat jeder schon gesehen. Dann hat man hier unten den Thüringer Wald, den kennt auch jeder. Da hat man die Rhön, kennt jeder. Und da drüben ist das Sauerland, kennt auch jeder. Und dann gibt es hier noch eine ganze Menge solche kleine Berge, die die meisten Leute nicht kennen werden, wenn sie nicht aus Norddeutschland oder aus Hessen kommen. Ja, das ist hier das Wiehengebirge, das Wesergebirge, der Deister, der Sündel, der Id, der Vogler, der Solling, der Kaufunger Wald und so weiter. Ich will sie gar nicht alle vorlesen, bis hier in den Kellerwald und den Knüll. Da kann man überall Welle fliegen. Es gibt noch so ein paar weitere, Berge, die sich da im Süden und anschließen und außerhalb des Gebietes, der Westerwald, der Vogelsberg, der Taunus, der Spessart. Alles Berge ist fliegerisch wenig erkundet, also was das Wellefliegen betrifft natürlich. Und es gibt natürlich die Anschlüsse nach außen, Eifel, Hunsrück, Odenwald, das Erzgebirge. Das Erzgebirge ist ja Thema gewesen im Dezember. Das ist ja ganz ausführlich vorgestellt worden in einer der letzten Präsentationen hier. Okay, warum diese Begrenzung? Ja, die ist ein Stück weit willkürlich, aber nicht ganz zufällig. Ja, also es gibt so ein paar Dinge, die das Gebiet natürlich oder unnatürlich begrenzen. Das ist einmal der Luftraum von Frankfurt, der da eine Rolle spielt. Es ist das norddeutsche Lebellenportal, was sich um diese Gegend kümmert. Es sind die Vorhersagetools, von denen es welche gibt, die sich nur um diese Gegend kümmern. Und zu einem gewissen Grad, was mir nicht so wichtig ist, aber auch die Wellenfenster natürlich, die es gibt, wo man da fliegen kann. Auf diese Dinge will ich erstmal so ein bisschen eingehen. Fangen wir mal an mit dem Luftraum von Frankfurt. Der ist hier unten links. Ne? Der schließt das Gebiet nach Süden hin ab. Und zwar nicht nur luftraumtechnisch, sondern führt also dazu, dass dieser Weg nach Süden im Prinzip nicht möglich ist über den Spessart in den Odenwald herein, jedenfalls nicht in den Höhen, in denen man in den Wellen normalerweise fliegt. Was angedacht und teilweise auch probiert worden ist, aber meines Wissens noch nie so richtig erflogen worden ist, ist die Verbindung ins Erzgebirge nach Osten raus. Das geht sicherlich, da kann man dran arbeiten und drüber nachdenken. Und man kann natürlich prinzipiell auch dann nach Südosten raus, Fichtelgebirge, Oberpfälzerwald, Bayerischer Wald oder hier nach links raus in den Hunsrück oder in die Eifel. Aber wir wollen uns heute eigentlich hier um diese blauen Gebiete mehr kümmern. Dieser Luftraum C Frankfurt ist nicht nur eine administrative Grenze, sondern erstaunlicherweise auch irgendwie so ein bisschen eine soziale Grenze. Ja, also es gibt irgendwie eine norddeutsche Wellenflieger-Community, das sind wir im Wesentlichen, oder nein, das sind nicht wir, also wir sind ein Teil dieser Community, so will ich es eher sagen, mit den Bergen, die ich gerade erwähnt habe. Es gibt ein Jahrestreffen, oder es gab vor Corona zumindest jedes Jahr ein Jahrestreffen, wo man sich versammelt hat und über Flüge und Ideen und Fragen diskutiert hat. Und es gibt ein Internetportal, das sich im Wesentlichen um die Flüge und die meteorologischen Bedingungen in diesem Bereich kümmert. Das alles gibt es in der süddeutschen Community auch. Die fliegen halt im Rheintal und im Schwarzwald. Die haben auch ein Jahrestreffen. Ich glaube, die haben kein Internetportal. Aber die Verbindung zwischen den beiden ist nicht so intensiv, wie sie sein könnte oder wie ich sie mir wünschen würde. Also wenn von da unten jemand zuhört, also hallo, ja, wir sind auch da. Wir freuen uns über Interaktion. Und es wäre schön, wenn man irgendwie diesen Luftraum C nicht als Grenze, sondern vielleicht als Herausforderung begreift, wie man da drumherum kommt. Ja. Gut, nichtsdestotrotz werden wir uns heute um diesen nördlichen Teil hier ein bisschen kümmern. Es gibt dieses Internetportal, habe ich gesagt, das ist die unter der Internetadresse schwerewelle.de. Hier unten ist der QR-Code, falls sich da jemand das mal angucken will. Das ist eine ganz umfangreiche und schon über 20 Jahre bestehende Sammlung von Flügen, Flugberichten, Berichten über die Jahrestreffen und alle Dinge, die mit auch Bodenbeobachtungen, die mit der Wellenfliegerei in den norddeutschen Mittelgebirgen hauptsächlich, aber nicht nur, zusammenhängen. Ja. Und an der Stelle gilt ein ganz großer
Dank auszurichten an den Jörg Dummern, der das alles ins Leben gerufen hat und bis heute unterhält. Ja, also das ist eine wunderbare Sache und wir haben auch viel profitiert in der Vorbereitung jetzt für diese Präsentation, weil man da einfach nachgucken kann, was es gibt und je nachdem, wie ausführlich die Berichte sind, die da stehen, ganz viel von profitieren kann. Ja. Ich blätter ganz kurz mal durch, was es gibt. Also wie gesagt, diese Jahrestreffen, das letzte war leider 2020 in Braunschweig. Das war ganz kurz, bevor wir alle in den Lockdown gegangen sind. 2021 gab es keins und dieses Jahr wird es leider auch keins geben, Corona geschuldet. Aber da sind alle Präsentationen drin, die kann man alle hier online abrufen und sich angucken. Es gibt Berichtesammlungen nach Jahren getrennt und unter den Jahren einzelne Berichte von einzelnen Flugtagen in einzelnen Regionen. Ein Beispielbericht hier, das ist einer von diesem Jahr, vom 9. Oktober, also nicht von diesem Jahr, vom letzten Jahr, von dieser Wellensaison vom 9. Oktober im Harz, auch ein Tag, wo ich gleich noch ein bisschen was zu sagen werde. Und je nachdem, wie ausführlich die Berichte sind, ist da mehr oder weniger zu holen. Und das möchte ich so ein bisschen als Appell an diejenigen richten, die mit ihren Flugzeugen in dieser Gegend unterwegs sind und Welle fliegen oder auch woanders unterwegs sind, Welle fliegen. Bitte nutzt dieses Portal, das ist eine ganz wunderbare Sache. Ja, und das sollte unbedingt am Leben bleiben. Und im Moment ist es ein bisschen so, dass viele Leute haben ihren YouTube-Kanal und ihren Instagram-Kanal und die veröffentlichen da ganz tolle Sachen. Stellt doch, macht eine ganz kurze Anmerkung hier rein und ich bin am 9.10. dort und dort geflogen und den ausführlichen Bericht mit vielen schönen Bildern gibt es hier und hier. Ja? Weil dann hat man eine Stelle, wo man das alles findet, sonst ist das irgendwo in aller Welt verstreut und das gibt es alles, aber es gibt keine Möglichkeit, das aufzusuchen. Ja? Also das wäre schön. Ich würde mich total freuen, wenn ihr das am Leben haltet und weiter benutzt. Ja, das ist eine ganz tolle Sache. Gut, genug sein jetzt. die Vorhersagen, habe ich gesagt, gibt es eine ganze Reihe. Da über den DVD will ich nicht viel sagen, das werdet ihr ja alle kennen. Das ist, als ich mich hingesetzt habe und geguckt habe, was ich hier erzählen will, habe ich, das war also wahrscheinlich am Dienstag, den 4. Januar, das ist also jetzt die Vorsage für Mittwoch, den 5. um 14 Uhr UTC, Mitteldeutschland, also Deutschland-Mitte in 3000 Meter Höhe. Da sieht man immerhin, hier gibt es eine Rhönwelle vorhergesagt vom Deutschen Wetterdienst. Ja. Was das sonst kann, das wisst ihr alles. Ja. Es gibt SkySight, auch das gehe ich davon aus, das kennt ihr alle, das ist der gleiche Tag, ja, die gleiche Höhe, die gleiche Uhrzeit. Auch da ist die Rhönwelle drin, nicht ganz so schön wie beim Deutschen Wetterdienst. Man sieht aber zusätzlich noch, und das ist eine ganz interessante Sache, kommen wir auch nochmal zurück, hier drüben irgendwie so ein ganz langes Steiggebiet, was im Prinzip geht vom Eggegebirge hier bei Paderborn in der Ecke, über den Frankfurter Flughafen mitten drüber bis in den Pfälzerwald rein. Also ich meine, das wird man natürlich nicht fliegen können, aber Teile davon wird man vielleicht fliegen können, ist irgendwie nahezu unbekannt fliegerisch. Was vielleicht nicht alle kennen, weswegen ich das hier nochmal vorstellen will, es gibt auch von den Franzosen eine Wellenvorhersage, die kostet nichts. Da ist Deutschland mit drauf, also da sind wir so eine Art Ostfrankreich, ja, und Ostfrankreich in diesem Sinne, das geht also bis an die polnische Grenze, das ist also hier so eine Linie von Stettin über Prag nach Ljubljana. Und auch das ist der gleiche Tag, man sieht also auch die Franzosen haben hier Welle gerechnet bei uns, wenn man da mal reinzoomt. Habe hier die Orte mal markiert, damit man weiß, wo man sich befindet, ja, Erfurt, Göttingen, Bielefeld, Koblenz, Frankfurt ist also irgendwo hier unten. Auch da ist eine schwache Rhönwelle drin, ja, was die Franzosen auch sehen. Ist ein bisschen schwierig zu finden, ist etwas versteckt. Man muss sich erst anmelden und dann muss man die Internetadresse kennen. Aber man kann überall hier unten verschiedene Höhen einstellen, um sich den Höhenwind anzeigen zu lassen und die Vertikalgeschwindigkeit. Ja. Also ganz schönes Tool, kann man immer mal überprüfen, kostet nichts, ob das, was man sich gedacht hat, bei den Franzosen auch so gesehen wird. Und sind ja die Franzosen, die östlichen Gebiete jenseits der Landesgrenze interessant finden, sondern auch die Holländer. Und das ist eine ganz schöne Sache und das beschränkt sich aber auf diesen norddeutschen Mittelgebirgsraum. Das ist eine Rastvorhersage aus Holland mit 1 Kilometer Gitterpunktabstand, also unheimlich räumlich detailliert, kostenfrei.
In unserem Gebiet, also außer Holland natürlich, umfasst es im Prinzip nur diese nördlichen Mittelgebirge. Hier ist der Link dazu. Ne? Und wenn man da reinzoomt, auch wieder das gleiche Viereck, Braunschweig, Münster, Koblenz, Erfurt. Hier ist die Rhön da unten mit der Welle. Hier ist sozusagen diese Welle, die man gesehen hat vom Sauerland, vom Eggegebirge darunter nach Frankfurt. Auch das ist da alles drin. Ne? Das ist ein ganz wichtiges und präzises Tool. Ne? Um da so ein bisschen gegeneinander aufzuwiegen, die wesentlichen Dinge für mich ist SkySide und RASP. SkySide ist unheimlich gut, finde ich, weil es natürlich importierbar ist in die Navis, weil es eine Langfristprognose hat über 5 Tage. Also im Prinzip, wenn man langfristig planen will, ob man nächste Woche sich einen Tag frei hält, zum Fliegen zu gehen, dann ist das das Mittel der Wahl. Es hat die ganzen Gimmicks, Querschnitte, Temps, Archive. Man kann IGC-Dateien hochladen. Es ist überall verfügbar. Also das sind ganz tolle Sachen. Es ist bei schwachem Wind und niedrigen Bergen, also das, was wir hier in den norddeutschen Mittelgebirgen haben, nicht immer hundertprozentig präzise. Ja, da sind also tatsächlich die RASP-Vorhersagen besser. Ja, und das ist der große Verdienst von diesem RASP-Vorhersagen. Das ist unheimlich gut bei schwachem Wind und bei niedrigen Bergen. Ich zeige gleich ein Beispiel. Das ist kostenlos. Es hat auch alle diese Gimmicks. Es ist halt leider nicht importierbar in die Navis. Es hat die Prognose nur für den Folgetag und es ist natürlich nur hier im Norden irgendwo verfügbar. Ja, aber wenn man hier rumfliegen will, ist meines Erachtens die beste Kombination, man hat beides. Ja, SkySide sozusagen für die Langfristplanung und RASP für den Tag vorher, damit man weiß, wo man fliegt, und für die Nachbereitung. Ja, ist das ganz schön. Und die anderen beiden verwende ich persönlich wenig, wenn dann als Plausibilitätscheck, ob die anderen beiden recht haben. Und wenn alle 4 übereinstimmen, dann kann man beruhigt fliegen gehen. So, und letztes Thema, die Wellenfenster, will ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Ihr seht, es gibt 1, 2, 3, den Harz, den Meißner, den Thüringer Wald in dem Gebiet, was wir uns hier angeguckt haben, bis Flugfläche 200, 160, 220. Also im Thüringer Wald kann man sogar einen Höhendiamanten fliegen, wenn man sich Mühe gibt. Der Nachteil von den Wellenfenstern ist immer, finde ich, wenn man da drin steckt, kommt man zur Seite nicht raus. Also es erlaubt natürlich kein flächiges Fliegen, das ist eher was zum Höhe machen. Wenn man also versucht, die Teilsysteme zu verbinden, ist es ohnehin besser, wenn man ohne diese Dinger auskommt. Aber es gibt sie. Das ist natürlich grundsätzlich eine schöne Sache. Und man kann sie auch wieder befliegen. Das hat ja im Ende letzten Jahres da so ein bisschen Irritationen gegeben, dass die mal eine Woche lang von der Bildfläche verschwunden sind und dann in Lufträume EHX umgewandelt worden sind. Die sind aber alle wieder so befliegbar, wie das vorher auch war. Sie heißen nur jetzt ein bisschen anders. Okay. Also das so ein bisschen zur grundlegenden Einordnung dessen, was wir da machen. Ich möchte mal anfangen, die einzelnen Windrichtungen so ein bisschen anzugucken, was diese Gegenden so hergeben. Ne? Und wenn man mal anfängt, Südost, Wind von rechts unten, ne? Die gesammelten Südwestostwellen, die ich so gefunden habe in den Internetportalen und auf unseren Rechnern in den alten Verzeichnissen. Das ist jetzt noch nicht so raumgreifend. Das sind viele isolierte Flüge. Hier oben gibt es so ein bisschen was Verbindendes. Dann hat man hier das Sauerland. Die Eifel ist sogar mal geflogen worden bei Südost, ist nicht so unser Gebiet. Fichtelgebirge auch nicht. Erzgebirge gibt es auch so ein bisschen was. Da hat der Markus ja viel drüber erzählt im Dezember. Die Hauptfluggebiete sind eigentlich der Harz und das Sauerland. Ja. Und es gibt 2 verbindende Flüge, nicht so ganz sehr, sehr weitraumgreifend, aber immerhin mal so ein Harz-Meißner-Flug und ein Harz-Id-Flug. Da werden wir gleich ein bisschen im Detail näher drauf eingehen. Bevor wir das tun, möchte ich aber sozusagen diese beiden Gebiete, Sauerland und Harz, nochmal etwas detaillierter hineinschauen. Das sind die Flüge im Sauerland, das wusste ich selber auch nicht so richtig, weil das gar nicht so meine Baustelle ist. Da sind hier René Hanses und Tim Sirok aus Hüventrop, die sind die Spezialisten da und andere Leute auch. Das ganze Sauerland kann man ziemlich flächig abfliegen da bei Südost. Ja. Und hier ist also sozusagen der Hauptkamm, sagen wir mal, das Rothaargebirge mit dem Kahlen Asten und dem Langenberg.
Die Ruhr fließt da nach links oben raus, die Lenne fließt da in die Ruhr rein, auch das Ebbegebirge hier unten macht ein bisschen Welle. Und es gibt eine ganze Reihe von Flugplätzen, wo man starten kann. Ja, Brilon, Meschede, Öventrop, Schmallenberg, Attendorn, Plettenberg und, und. Ja. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, wollte das nur mal vorstellen, dass da viel geflogen wird. Noch isoliert, muss man mal überlegen, auch da nach Norden raus, eigentlich in der Soesterbörde sind manchmal so ein paar Sekundärwellen zu sehen. Ja. Die Frage, ob man das irgendwie verbinden kann, ja, mit anderen Dingen. Der gleiche Blick auf den Harz. Der Harz liegt ja eigentlich von Nordwesten nach Südosten. Also eigentlich denkt man, liegt der parallel im Wind, wenn der von Südosten kommt. Aber man hat hier den Brocken, man hat hier den Wurmberg. Das sind die höchsten Erhebungen im Harz. Und man hat hier so einen Quergrat, den Acker. Ja, der läuft sozusagen 90 Grad zu der Harzhauptrichtung. Und der macht bei Südosten eine ganz schöne Welle, wie man hier sieht, ja, an den Flugspuren, die hier aufgemalt sind. Und der macht auch eine Sekundärwelle und der macht auch eine Tertiärwelle. Und hier ist die Brockenwelle, das ist die Ackerwelle. Und wenn man genau hinguckt, sieht man auch in diesen kleinen vorgelagerten Bergen hier schwache Wellen, Mikrowellen im Sinne, wie das bei dem Erzgebirgsvortrag auch diskutiert worden ist. Über der Oder, das ist tatsächlich eine Oder, aber das ist nicht die Oder, die in die Ostsee fließt, sondern die fließt in die Leine. Im Siebertal, im Sösetal, im Okertal, ja, also überall dort kann man Welle fliegen am Harz bei Südost. Ja. Okay. Flugplätze gibt es auch, Ballenstedt und Aschersleben, eigentlich die klassischen Startplätze bei Südwest, ja, für die Hauptwindrichtung für den Harz, die sind jetzt im Osten, die sieht man hier nicht. Aue bei Hattorf ist eigentlich der Platz, der Standardplatz ist für diese Ackerwelle, wenn da geflogen wird. Und hier drüben gibt es noch Nordheim, Sultnerberg, Bad Gandersheim. Goslar gab es da oben noch. Okay, ich habe mal drei Flüge rausgesucht, über die ich kurz, beziehungsweise wir, nicht ich nur. Über den erzähle ich jetzt noch ein bisschen was und dann gebe ich gleich ab an den Thomas. Der 9.10., das habt ihr schon mal gesehen, den Flugbericht, jetzt letzter Oktober am Harz. Das war kein toller Tag, das war schwacher Wind, 40 bis 50 km/h, 90 Grad. Also es hat gerade so ein bisschen Welle gegeben, dass man sich halten konnte. Man konnte da nirgendwo so richtig hinfliegen. Also ich erzähle das auch gar nicht, weil das so tolle Flüge gewesen sind, die man da gemacht hat. Sondern wenn ich mir die Flugspuren mal angucke, 9 Segelflugzeuge haben die da in die Luft gebracht, ja, von der K6 bis zur RSH-26. Der Organisator hinter dieser ganzen Geschichte ist der Matthias in der Regel. Der macht immer, wenn Südost kommt, merkt er das rechtzeitig vorher und macht da Betrieb. Vielen Dank, Matthias. Ich bin da schon ganz viel geflogen bei euch und ganz schöne Flüge gemacht. An diesem Tag mit dem schwachen Wind sieht man, da geht das gar nicht durchgängig, sondern tatsächlich nur direkt hinter den hohen Bergen. Ja, hier hinter dem Brocken und hier hinter dem Acker direkt. Wenn man genau hinguckt, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man aber, hier war so eine ganz schwache Sekundärwelle und hier war so eine ganz schwache Welle hier von so einem Vorberg, von dem Stöberhai. Ja, zwei Mikrowellen im Prinzip. Und ich habe das hinterher mal über die Vorhersagen gelegt. Ja, und das geht zurück auf das, was ich gerade gesagt habe, SkySight und RASP. Ihr seht hier oben die SkySight-Vorhersage, ihr seht hier unten die RASP-Vorhersage. Ich habe es leider nur gespeichert gehabt auf dem Handy, deswegen ist das Format so ein bisschen unterschiedlich. Und ihr seht die beiden Flüge, die in diese Mikrowellen geflogen haben. Ne? Und man sieht also einmal diese Mikrowelle, Sekundärwelle vom Acker, die ist hier, die ist im Prinzip in SkySight nicht drin, das sieht das SkySight nicht. Ja? Aber man sieht, dass das RASP mit der 1-Kilometer-Auflösung, das sieht das. Das hat hier tatsächlich Steigen hingemalt und die Sekundärwelle ist auch da, wo das Steigen war. Ja? Und das Gleiche gilt hier für die andere Seite. Der Stöberhai-Mikrowelle, das war dieses Ding hier unten und auch da, das RASP-Programm, das sieht das. Und SkySight sieht es nicht. Ja? Also SkySight ist eine wunderbare Sache. Ich will hier kein SkySight-Bashing betreiben. Ja? Um Gottes Willen, nichts liegt mir ferner. Das ist ein wunderbares Tool. Aber es ist für diese schwachen Windlagen ist es nicht der Weisheit letzter Schluss. Da ist RASP Holland deutlich besser. Ja? Deswegen sage ich eigentlich, die Kombination von diesen beiden Dingern ist das, was der Wellenflieger braucht in den nördlichen Mittelgebirgen. Ja? Okay, mehr will ich zu diesem Tag gar nicht sagen.
Ich habe gesagt, es waren zwei Flüge da, die so ein bisschen raumgreifend waren. Das war also einmal der Flug vom Harz nach Nordwesten raus. Den hat der Thomas gemacht, 2013, am Tag der Deutschen Einheit, über den Brocken geflogen. Fand ich auch schön, seinerzeit. Ich war da auch dabei. Ja. Aber den Flug hat der Thomas gemacht und deswegen übergebe ich jetzt mal an den Thomas. Da soll der ein bisschen was dazu sagen. Ja, ja, vielen Dank, Christoph. Bitte schön. Eine Sekunde. Was sieht ihr jetzt gerade? Noch ist alles schwarz. Ja. Ja, okay, das ist mal ein ganz kurzes Beiträglein, das ich hier beisteuere. Es geht eben am Flug eben am 3. Oktober 2013 bei Südost. Ja, und Südost zeigt sich ja nicht unbedingt so als die große, eben raumgreifende Windrichtung. Aber also der Trigger davon war eigentlich, das deswegen auszuprobieren. Also hier im Harz sind wir ja geflogen und unser Verein hat in Rindeln, da im Weserbergland, ein Fluglager gemacht. Und ich habe mir dann so gedacht, also eigentlich schon im Vorfeld, ob man nicht einfach mal eine Richtung bis Rindeln fliegen kann. Braucht man aber, damit man mit einer Hornet dort auch ankommt, braucht man schon noch einen Aufwind mal dazwischen, damit man sich drauf verlassen kann. Das Problem an dem Tag war nämlich, dass die Windverhältnisse mit der Höhe also nicht so optimal waren. Und zwar der Wind hat mit der Höhe abgenommen. Und ihr seht jetzt ja hier, die Wellenvorhersage von dem früheren RASP-Niedersachsen-Wave. Das ist ja wie genau dieses RASP Deutschland von Hendrik Höth aufgesetzt, das ist ja leider nicht mehr aktiv. Und da gab es ja eben dann speziell für das niedersächsische, also für das nord- bis mitteldeutsche Wellengebiet hat es ja dieses RASP Niedersachsen-Wave gegeben. Und wenn man das jetzt mal anschaut, also hier für 851 Millibar, also circa 1500 Meter und 700 Meter, dann also erstens die Windgeschwindigkeit deutlich ab und die Welle nimmt also auch, ja, ist, also die gute Welle von hier ist tatsächlich dann weg. Ja, aber dennoch haben wir uns eben an dem Tag wieder ein ganzes Grüppchen in Aue getroffen zum Fliegen der Ackerwelle. Ja, hier sieht man dann, muss ich das mal auf die Seite schieben, damit es hier, ja. Ja, das ist die, aus diesem RASP Niedersachsen Wave ist das die Vorhersage, von der Sondierung, also praktisch ein Vertikalprofil in der Vorhersage für Clausthal-Zellerfeld, das dann bei Südost im Lee vom Acker liegt. Und da kann man schon sehen, das Windprofil, das ist also hier bis ungefähr einen Kilometer, hatte es sein Maximum und bei ungefähr 17 Meter pro Sekunde und ist dann schon wieder rückwärts gegangen. Und das Gleiche, es gibt auch für den Brocken, hat es damals einen Prognosepunkt gegeben, da war dann die Windgeschwindigkeit sogar über 20 Meter pro Sekunde in der Vorhersage, aber hat dann auch schon in der Größenordnung von einem Kilometer, also nach der Vorhersage eigentlich unter dem Brockengipfel, schon wieder abgenommen. Also an sich keine optimale Voraussetzung jetzt für Welle, aber es war dann doch besser als gedacht. Und man kann auch eins sagen, das ist ja mal fast schon allgemein, man soll also nicht, man heißt ja immer, das Ideale für eine Welle ist, wenn der Wind mit der Höhe zunimmt. Aber wenn der Wind mit der Höhe abnimmt, dann ist es nicht gleich das Ende der Welle. Die Welle geht schon noch ein bisschen mehr oder weniger weit in das abnehmende Gebiet, also in den Höhenbereich, in den der Wind abnimmt, geht er schon noch mit hinein. Ja, das hat ja der Christoph schon gezeigt. Noch einmal, das war also die Flüge an dem Tag im Harz, die ganzen Flugspuren. Und man sieht eben den Acker, also hier kann man den Acker erkennen und im Lee von Acker, da war eben dann das ganze Steigen und dann hier das Lee von Brocken. Dazwischen gibt es dann so eine Art Zone, wo man dann so durchgleitet. An dem Tag war aber was ganz Besonderes. Ich gehe da nur ganz kurz drauf ein. Ne? Und zwar der Windrückgang, der war so stark, dass der oberhalb der Welle noch einmal Turbulenz erzeugt hat, sogenannte Kelvin-Helmholtz-Wellen.
Das ist im Grunde genommen das, was auch in großen Höhen am Rande der Jetstreams die Klärturbulenz ist. Und damit war es möglich, und zwar punktuell und man kann sagen sehr volatil, ich habe es hier mal an zwei Beispielen gezeigt, über das Wellenniveau hinauszusteigen. Und das Steigen hatte eben nicht den laminaren Wellencharakter, sondern eben das war so von der Turbulenz her und von dem Look and Feel, kann man sagen, wie ein Bart, den man am besten gekurbelt hat. Und dann auch natürlich, wie man auch hier sehen kann, mit dem Wind versetzt worden. Und es war aber kein starker Versatz, weil das ist ja dann schon in den Bereich des abnehmenden Windes gegangen. Aber nur so, das war nur so am Rande. Über den Flug, genau, das sehen wir, was der Christoph schon im Großen gezeigt hat. Um nach Rindeln zu kommen, das also hier, hier ist die Maus, hier ungefähr am linken Bildrand liegt, brauchte ich mit der Hornet, weil ich eben ja nicht voll die 3000 Meter ausreizen habe können, braucht man also schon mal einen Aufstiegshilfe zwischendurch. Und wenn man sich die Berge anschaut, eben, dann sind die ja eigentlich nicht optimal gelegen. Aber jetzt hat dieser Eid da am Norden wie so einen Seepferdchenkopf, so einen Nordkopf. Und da, wenn der Nordwind, der Südostwind draufsteht, haben wir gedacht, da muss doch eine Welle stehen. Ich habe die gar nicht gekannt und ich habe jetzt auch nicht vorher durch Rumfragen von der Existenz der Welle groß gewusst. Und damit sollte es dann nach Rindeln schaffbar sein. Ich habe das vorher mit dem Christoph noch besprochen, diese Idee, und habe gesagt, weil ja dann mein Anhänger noch dort steht, dass ich abends mit dem Zug wieder nach Hattorf fahre, was ich vorher auch schon im Fahrplan abgecheckt habe. Das ist also machbar, nach Rindeln zu fliegen und dann mit dem Shuttle zum dortigen Bahnhof und dann nach Hattorf. Ja, hier praktisch dann ja auch mal zwei Bilder von dem Flugtag. Es war, wie was er hier die Sondierung gut gezeigt hat, es war knochentrocken, also es war weit und breit keine Wölkchen, die einem im Hinblick auf die Wellenfindung helfen soll. Bloß im hohen Niveau, kann man sehen, waren so ein bisschen Zirn und später Zirrostratus. Und da sieht man eben, das war dann schon, nachdem ich den Eid verlassen habe, auf diesem Bild, praktisch von Nordwesten aus nach Südosten geblickt. Das ist eben so der Eid, der typisch, also sehr gut zum Hangfliegen ist bei Südwest und der auch bei Südwest oder Nordost Welle erzeugt. Und das eben ist dieser kleine Nordkopf, den ich da ausprobiere. Und dann hatte ich auch das Glück, dass ich da einige hundert Meter steigen habe können und damit den Flieger bis Rindeln gebracht habe. Ansonsten hätte ich ja wahrscheinlich bis Parole nehmen müssen. Ja, und der nächste Aufstiegshilfe, den ich dann eigentlich um in Rindeln zu landen, hätte ich den gar nicht gebraucht, aber war halt doch ganz interessant. Ich habe dann auf der Rindler Frequenz schon gehört und später auch gesehen, dass noch Segler in der Luft waren und die waren in dem Lee vom Taubenberg und Rumbecker Berg, also dieses Gebirgsmassiv, die Alpinisten mögen das jetzt mal nicht so viel lachen. Das ist immer das Interessante, dieser Taubenberg und Rumbecker Berg, die sind 300 bis 340 Meter hoch und damit über dem Wesertal, das ist also circa 55 bis 60 Meter hoch sind, die sind gerade mal 280 Meter. Das soll man so beispielhaft auch zeigen, mit welchen Bergen oder Hügeln man es eben in Norddeutschland zu tun hat und die auch Welle erzeugen. Und es war dann tatsächlich so, mein Steiggebiet, das war dann hier so über der Weser bei Südost, da haben sich dann schon andere Segelflugzeuge aufgehalten und da habe ich dann mehr oder weniger aus Spaß nochmal Höhe gemacht. Ich habe aber dann absteigen müssen, um dann rechtzeitig noch den Zug zu erwischen. Und hier nochmal der Vollständigkeit halber, bei Südwest erzeugt ja dann dieses Massiv die bekannte Schaumburgwelle. Das ist ja, wenn man Hang fliegt im Wesergebirge, dann ist ja die Schaumburgwelle eines der Sprungbretter, insbesondere für Clubklasse-Flugzeuge, um dann rüber zu kommen, diese Lücke bei Hameln zum Eid, um die zu schaffen. Die Idee ist also immer, man fliegt ja so Hang am Weserbergland, geht dann hier
gegen den Wind in die Schaumburgwelle, die also eigentlich hier von dem Bergmassiv kommt, macht Höhe und dann schafft man es eigentlich gut zum I drüber. Ja, und das waren eben hier nochmal bei dem Flug die zwei Steiggebiete, eben hier beim, glaube ich das nochmal genauer, ja, hier eben an dem Nordkopf vom Eid diese Welle, also zum Glück funktioniert, und hier nochmal ein bisschen diese kleine Welle vom Taubenberg und Rumbecker Berg. Ja, das war es eigentlich schon. Ich gebe zurück ins Funkhaus. Christoph? Mein Mikro war noch aus, ne? So, jetzt hört er mich wieder. Okay, Verzeihung. So, jetzt kommt auch der Bildschirm wieder. Ja, also das war ein frühes Beispiel für so einen Flug vom Acker weg. Ich habe noch einen anderen, will ich nur ganz kurz noch drauf eingehen. Das war der Sprung zum Meißner am 17. November 2018. Das war ein ganzes Wochenende. Am 18. war Samstag, Sonntag, konnte man auch noch Welle fliegen. Südwest, das ist der Bericht dazu. Will ich weiter nicht drauf eingehen. Das sind die gesammelten Flüge. Auch da waren 12 Segelflugzeuge in der Welle im November. Auch das hat wieder der MAPI sehr schön veranstaltet. Vielen Dank nochmal, MAPI. Und da war es so, wir konnten erst spät losfliegen, weil es war schon kalt im November. Also man sieht, man hatte Vereisung. Man musste warten, bis sich das aufgelöst hatte. Der erste Start ging so um 10 Uhr raus. Und das ist jetzt mein Flug, den ich gemacht habe zum Hohen Meißner darunter. Der Hohe Meißner ist dieser kleine Buckel hier unten für die Leute, die das nicht kennen. Da rechts geht es dann zum Thüringer Wald. Da gar nicht im Einzelnen drüber eingehen. Das ist der Acker, das ist der Brocken. Man klingt hier aus, macht am Acker hoch und dann springt man sozusagen zum Brocken vor und denkt, da steht die Megawelle, da geht es viel besser, weil der ja schließlich höher ist. Das war total enttäuschend, da war nichts. Also zurück, wieder hoch, einmal gegen den Wind vor, da war nichts. Ja, wieder zurück, wieder hoch. Die Sekundärwelle gesucht, die war da, aber nicht toll. Also wieder zurück und wieder hoch. Das sind immer 3000 Meter jetzt hier oben. Und irgendwie die einzige Richtung, die noch gefehlt hat, das war jetzt hier nach Südwesten raus, wo der Meißner irgendwie lockt, in ungefähr 60 Kilometer Entfernung. Es war ein Samstag, da waren 12 Leute da. Am Meißner liegt der Flugplatz Witzenhausen, da war der Thomas Meder in der Luft und hätte mich zurückgeschleppt, wenn ich da nicht zurückgekommen wäre. Also habe ich gedacht, wenn man es heute nicht probiert, wann dann? Ja. Also habe ich gedacht, gut, dann mal los. Habe hier so ein bisschen nach Westen ausgeholt, weil hier noch so ein kleiner Berg liegt, das ist der Göttinger Stadtwald. Ich dachte, da kann man vielleicht ein bisschen Steigen mitnehmen oder vermindertes Sinken. Ja, hat nicht so richtig funktioniert, aber die Höhe hat gereicht. Ich bin also mit 1500 da unten am Meißner angekommen und tatsächlich stand da eine Welle hier in diesem kleinen Tal westlich vom Meißner, wo man wieder auf 3000 Meter hochsteigen konnte. Und dann wollte ich besonders schlau sein und irgendwie diese Route im Osten hier zurückfliegen, weil ich dachte, dann nehme ich halt das Wellensteigen mit von hier vom Obenberg. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich mich hier innerhalb von 5 Kilometern versenkt habe und diese mühsam stiegende Höhe wieder weg war. Musste ich also reumütig zurück in die Meißner Welle, die dann mittlerweile da oben abgebaut hat. Ich bin also gar nicht mehr bis oben hingekommen und ihr seht, der letzte Teil war da schon sehr mühsam, hat aber dann auf geradem Weg ohne weitere Gedanken, was man clevererweise machen könnte, noch zurückgereicht. Ja. Das war also der erste Sprung, der mir bekannt ist, der darüber gelaufen ist. Das geht also. Mal zusammengefasst sind 65 Kilometer, habe 1700 Meter gebraucht für den Hinweg und 2100 für den Rückweg. Das sind ganz typische Werte. An dem Tag ist auch im Süden geflogen worden, also südlich des Luftraums Frankfurt, da wo man den Schwarzwald verbinden kann mit dem Odenwald. Da ist der Kai Lindenberg zum Beispiel rübergesprungen mit der EB29, ungefähr die gleiche Entfernung und er hatte ungefähr die gleichen Höhen gebraucht. Ja, also das ist das, was man
rechnen muss für solche Entfernungen. Das ist aber was, was geht. Und das ist auch was, was geht, wenn man nicht auf 6000 Meter fliegt, sondern wenn man unter dem Flugfläche 100 Deckel bleibt. Weiter sollte es dann nicht sein. Dann wird es dann schon ein bisschen knapp. Okay, wenn man das mal alles zusammenfasst, was kann man da draus machen? Also diesen Sprung haben wir gemacht, den gibt's. Und wenn man mal gleich weite Pfeile hier guckt, da unten wartet die Rhön, hier wartet der Knüll, da ist der Habichtswald bei Kassel sogar mit Rückenwind. Hier ist der Kellerwald, der Welle machen könnte. Und hier ist das Sauerland, das habt ihr gesehen, da kann man schön Welle fliegen. Also ich glaube, das ist machbar. Das hat noch niemand gemacht. Diese Lagen sind auch nicht so häufig. Aber da kann man drüber nachdenken und das kann man natürlich mal probieren. Ist aber natürlich One-Way, also man würde mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zurückkommen. Aber wenn man mal ein Wochenende hat und den Sonntag oder gerne Zug fährt, wie der Thomas, kann man das natürlich machen. Gut, gucken wir mal andere Windrichtung, Ost bis Nord. Bin ich gar kein Spezialist, das ist der Herbert, der Spezialist. Herbert, ich gebe mal an dich ab. Ja, danke, Christoph. Ich schaue mal, ob ich das jetzt hier so richtig hinbekomme. Ja. Augenblick. Kleinen Augenblick noch. Ah, das hängt gerade so ein bisschen hier. Augenblick. Ich nochmal zurück. Den Bildschirm teilen, das will noch nicht so richtig hier. Oh, ich glaube, so geht das hier. So, ja. Könnt ihr meine Präsentation jetzt sehen? Jo. Wunderbar. Okay. Also jetzt kommt die Nord-Nordost-Richtung. Nord-Nordost-Lage. Und da habe ich einige Erfahrungen am Dingel gemacht beim Fliegen und habe auch natürlich auch von anderen Fliegerkollegen hier Flüge gefunden. Und Christoph hat mir auch noch was zugesendet. Und das ist in diesem Bild auch dargestellt. Ihr seht hier links das Relief und in Blau die gemachten Flüge bei diesen Wetterlagen. Rechts dazu das Barogramm und alles, was so mehr oder weniger intensiv blau wird, das liegt so oberhalb von ungefähr 1500 Meter Höhe. Darunter sieht man aber auch, dass an den Tagen auch geflogen worden ist, und zwar thermisch, weil diese Nordostlage ist eigentlich so eine klassische Segelfluglage, die man früher genutzt hat zu K6-Zeiten und Ähnliches, um dann von Norddeutschland nach Frankreich nach Paris zu fliegen. Oder der Hans-Werner Grosse, der hat zum Beispiel da seinen Riesenflug nach Biarritz gemacht von Lübeck, auch bei so einer Nordostlage. Also eigentlich thermisch sehr gut, aber nicht nur Thermik, sondern auch für Welle geeignet. Wir haben auf dem Dingel-Flugplatz, da wo meine segelfliegerische Heimat ist, haben wir in den Jahren 2002 bis 2006 doch eine ganze Menge von Wellenflügen durchgeführt bei unterschiedlichen Windrichtungen. Und diese Nordostlage, das sieht man hier in dem Kreis, war sehr höhenwellenträchtig, kann man sagen. Also die Einstiege lagen so bei 1000 Meter rum, in der Regel über Thermik. Und dann ging es hoch bis 3000 Meter, dann war für uns der Deckel erreicht. Aber es ging sicherlich noch höher. Konnten wir aber nicht nutzen, weil wir keinen Transponder hatten und da gibt es auch keine Wellenfenster und so weiter. Also es ließ sich wunderbar hier die 3000 Meter Grenze erreichen. Wenn man mal nachguckt in den klassischen Segelflugbüchern, hier beim Reichmann zum Beispiel, dann sagt er ja, so eine Nordostlage, die ist so vorwiegend im April bis Mitte Juni. Und das Schöne war, dass das Osterlager oder die Osterzeit ist ja im April und da hatten sich auch diese Wellenlagen eingestellt und das konnten wir vom Dingel aus gut nutzen. So möchte ich euch jetzt mal ein Beispiel zeigen. Am 6.4.2002, ist schon 20 Jahre her, aber diese Flüge sind ja zeitlos, weil die
die sind ja im Wesentlichen von der Wettersituation bedingt gewesen. Und wenn was Ähnliches im Wetter ist, dann lässt sich auch wieder was Ähnliches fliegen, denke ich mal. Also ihr seht es hoch hier im Nordosten hier und hier die Strömung, die in diesen Bereich hineingeht am 6.4.2002. Ah ja, so. Ich berichte mal kurz, wie das da abgelaufen ist. Wir sind also am Dingel gestartet, hier im Windenstart, so, weiß ich nicht, so 400 Meter, dann thermisch geflogen. Hier sieht man so kleine Treppchen, die Basis lag vielleicht so bei 800 Meter am Morgen noch bis 1000 Meter. Und dann direkt am Flugplatz hier hinten, hier sieht man den Kreisversatz aus der Thermik raus, in eine Welle hinein und dann das Mäandern quer zur Windrichtung hier. Praktisch direkt am Flugplatz, da ging es hoch bis 2000 Meter. Andere Fliegerkollegen, die waren schon vorgeflogen Richtung Reinhardswald, das ist dieses Waldgebiet hier im Nordwesten vom Flugplatz, und hatten da auch eine Welle gefunden. Ich bin da auch hingeflogen und dann konnte man bis 2500 Meter, 2700 Meter steigen. Die anderen waren etwas höher. Und dann haben wir beschlossen, einen Überlandflug zu machen aus der Höhe. Wenn man schon mal so hoch ist, dann liegt das ja auch nahe. Okay, das habe ich hier mal skizziert in diesem Relief. Das ist so ein schönes, sagen wir mal, überhöhtes Reliefbild. Das hat mir der Karl-Heinz Dannauer mal zur Verfügung gestellt, der sich ja auch da sehr gekümmert hat um die Harzwellen und das erkundet hat, da auch ein Buch drüber geschrieben. Das ist von ihm mir zugesandt worden und da habe ich den Flug mal drüber gelegt. Hier ist der Flugplatz Dingel, da ist der Solling. Die Eingeweihten wissen, wo das ist. Hier der Meißner, von dem der Christoph gerade berichtet hat, wo er hingeflogen war. Hier der Habichtswald und hier ist Lichtkassel etwa. So muss man sich das vorstellen. Die Windrichtung hier Nordwest, so über das Gelände. Und das geografische Nord ist in der Richtung. Okay. Die erste Welle am Platz also direkt bis 2,2. Dann kam der Vorflug zum Reinhardswald. Dann ging es bis 3000. Der liegt übrigens nicht, oder dieser Wellenbodenpunkt liegt nicht weit weg von dem Wesertal, was ihr hier seht. Wesertal, bekannt ist ja dann auch das Werratal, was in die Richtung hier hinten weitergeht, am Meißner da vorbei. Also wir vermuten, dass der Auslöser für diese Welle vielleicht die Reliefsituation um dieses Wesertal herum gewesen ist. So ganz präzise kann man das nicht sagen. Jedenfalls, da ging es am höchsten. Dann sind wir vorgeflogen. Hier gehen wir mit der Maus lang, hier zum Meißner. Wir dachten, wir finden da was, hat aber nicht funktioniert. Dann hier rüber, alles thermisch, wunderbar in der Kaltluft. Und dann hier unten rum und unten weit in den Süden, Vogelsberg fast. Und dann wieder nach Norden kommend hoch und haben dann im südlichen Knüll die nächste Welle gefunden. Die ging auch etwa bis 2000 Meter. Dann in Richtung Meißner weiter vorfliegend haben wir am Rande von dem Fuldatal eine weitere Welle gefunden und hier noch eine. Also die lagen praktisch parallel zu diesem Fuldatal und sind dann auch in etwa 200.000 Meter weiter nach vorne. Die nächste Welle lag hier irgendwo dazwischen. Also man kann das Relief nicht so direkt der Welle zuordnen, nur so ungefähr. Dann weiter nach vorne wieder eine Welle und noch weiter noch eine. Und dann zum Meißner, da haben wir dann die Meißnerwelle auch gefunden, also bis 2200 Meter und dann bequem zurück zum Dingel. Wenn man das jetzt von oben mal betrachtet, hier ist das Barogramm, hier die Kartenzuordnung, dann ist an dem Tag sehr interessant gewesen, dass die Abstände zwischen den Wellen relativ konstant waren, nämlich immer circa 6 Kilometer. Und hier zwischendurch war mal eine Pause, da ist das Fuldatal und dann hier wieder einige Wellen und dazwischen immer ein Vielfaches von 6 Kilometer. Das scheint charakteristisch für diese Luftmasse gewesen zu sein oder für die Wellenlänge der schwingungsfähigen Luftmasse, die sich dann hier irgendwie abgebildet hat und sozusagen dann von dem Relief darunter stimuliert worden ist. Das Satellitenbild an dem Tag sieht man hier und man sieht sehr schön, wie in den Wolkenstrukturen hier überall Wellen vorhanden sind. Ja, nicht nur an
an den Stellen, wo wir waren, sondern auch davor liegend oder hier hinter dem Thüringer Wald sieht man das auch sehr schön. Also die Luftmasse hatte diese Eigenschaft an dem Tag und ist geschwungen. Alright. Der Temp an dem Tag ist hier dargestellt, Greifswald, um 12 Uhr, also mittags Solo UTC. Hier die Temperaturkurve, ihr seht hier die Inversion hier in 1500 Meter Höhe. Darunter hat man dann die relativ gute Kaltluftthermik gehabt. Und dann oberhalb der Inversion, die Windgeschwindigkeit, hat die Windgeschwindigkeit sehr stark zugenommen. In 3000 Meter Höhe waren es in etwa 80 km/h Wind. Darunter, unter der Inversion, also in dem thermisch aktiven Gebiet, lag der Wind ungefähr bei 20 bis 30 km/h. Also ich fand das schon sehr ungewöhnlich, vor allen Dingen, wie sich da das Relief nach oben vielleicht doch bemerkbar macht und da sich stationäre Wellen herausbilden, die bei diesem starken Wind dann doch ortsfest waren. Okay, ein Jahr später. Etwa zur gleichen Zeit wieder Osterlager. Ich weiß gar nicht, ob da Ostern war am 18., aber das ist so in der Zeit gewesen. Sah es am Dingelmorgen so aus hier, überall Lenticularis-Wolken. Bevor wir den Flugbetrieb angefangen haben, war der Himmel mit Lentis bestückt und auch mit Rotorwolken. Also wir waren total fasziniert und haben so ein Gefühl gehabt, na, heute ist irgendwas ganz Besonderes. Mal sehen, ob man da hochkommt. Man muss sich überlegen, das ist ja jetzt schon 2003, also 19 Jahre her. Und da gab es all diese schönen Vorhersagen, die der Christoph vorhin angedeutet hatte, die gab es da alle noch gar nicht. Und man hatte auch nicht so die Erfahrung mit dem Wellenfliegen. Aber irgendwie mit Lenti und Welle war schon klar. Okay. Die Wettersituation an dem Tag war ähnlich. Ihr seht hier die Nordost-Windkomponente, 20 Knoten Wind hier in 850 Hektopascal, 1500 Metern und nach oben starke Zunahme der Windgeschwindigkeit. Das Satellitenbild, und das ist hier vielleicht noch markanter, zeigt auch wieder die Wellenstrukturen hier drin, wie ein Waschbrett sozusagen, auch schon in Gebieten, bevor es auf den Harz trifft. Auch hier in diesem Bereich kann man das im Satellitenbild schon ein bisschen erkennen. Und dann natürlich ausgeprägt hier im Thüringer Wald hier. Hier sind wir geflogen am Dingel und hier ist der Meißner etwa und dahinter überall die Wellenstrukturen. So, wie war es am Dingel dann? Hier mal beispielhaft ein Flug vom Jürgen Bohnenz, der ist mit einem Astier geflogen. Der hat den Einstieg hier bei Beberbeck gehabt. Hier ist die Stadt auf Geismar, da ist der Dingel, Kassel hier. Hier das Wesertal, was ich vorhin schon erwähnte. Und praktisch hier drüber, über dem Reinhardswald, also auch keine markante Kante, der läuft relativ flach in die Richtung aus, ist er dann bis 3000 Meter hochgestiegen, ist dann vorgeflogen und hat dann hier bei Karlshafen etwa die nächste Welle bekommen. Auch sozusagen auf dieser Linie, die sich so ein bisschen parallel zum Wesertal hier herausgebildet hat. Hier drüben gibt es den Bramwald. Und hier hinten ist Uslar und da gibt es schöne Hänge. Das sind die Südausläufer vom Solling. Also wahrscheinlich hat das dieses geografische System diese Wellen da stimuliert. An dem Tag gab es eine ganze Reihe von Wellenflügen. Es ist hier mal dargestellt. Und auch thermische Flüge, wie ihr an dem Barogramm erkennen könnt, bis 1500 Meter. Und was auch ganz interessant vielleicht noch ist, der Gerd Spiegelberg, der hatte sich dann vorgearbeitet thermisch in dieses nördliche Gebiet und hatte auch eine Welle gefunden, wie ihr hier an diesem Barogramm erkennt. Also insgesamt von 9 Uhr, ungefähr 10 Uhr ging das los, bis 17 Uhr war Betrieb oberhalb der Basis, bis ungefähr 3000 Meter, dann mussten wir ja aufhören. Hier ist der Flug vom Gerd Spiegelberg, der ist vom Süden kommend thermisch dann in die Welle hier, südlich der Fulda, hier ist die Fulda, hier oben ist Edermünde-Grifte, Kassel, ist er hier eingestiegen, danach nochmal hoch und dann war er auf 3000 Meter und konnte von da aus praktisch im Gleitflug bis nach Arnsberg-Taunus zurückfliegen. Hier nochmal die Wellen dargestellt, wieder in Relation zum Relief, die wir vom Dingel an dem Tag geflogen haben. Der erste Aufstieg hier am Reinhardswald, Beberbeck,
dann, das ist ein Flug von mir, dann bin ich nach Norden geflogen. Wir waren das Jahr vorher ja nach Süden geflogen und dann war jetzt mal die Idee, fliegen wir mal nach Norden. Dann gab es die nächste Welle über dem Solling, 2 Stück, dann zum Eid, hier am Eid und dann eine dritte hier auch nochmal am Eid. Also das war alles on top hier, so 3.000, 2.500 Meter etwa bis zum Eid hoch. Und danach war es dann vorbei. Der Flug ging dann weiter hier in die Tiefebene, hier dann am Wiengebirge lang, am Teutoburger Wald wieder zurück zum Dingel. Alles thermisch, ging wunderbar an dem Tag mit der Kaltluft. Okay, hier sind diese beiden Tage nochmal dargestellt und die erfolgten Wellen. Erstmal der 6.4.2002, das war der Flug hier vom Dingel aus nach Süden. Hier fast bis zum Rande vom Thüringer Wald und dann hier wieder Einstieg in das Wellengebiet, hier rot eingezeichnet. Die kleineren Ellipsen, die gehen bis 2000 Meter und die größere Ellipse geht bis 3000 Meter. Und das Jahr später dann auch am Platz, am Dingel bis 3000 Meter und dann hoch bis zum Eid hier. Und der Gerd Spiegelberg, der kam vom Süden, ist hier auf 3000 Meter gestiegen in der Gegend. Und ist dann nach Ansbach bis hier runter dann im Gleitflug nach Hause fliegen gewesen. Also wenn man sich das Gebiet mal anschaut, was hier mit Wellen beflogen worden sind, dann ist das schon mal eine Ausdehnung von ungefähr 100 Kilometer, in denen das möglich war. Wenn man die Temps vergleicht von dem 6.4. und den 18.4., dann fällt auf, dass praktisch eine ähnliche oder fast gleiche Luftschichtung bestand. Also die Basis bei 1500, die Inversion hier, die Windrichtung hier mal ein bisschen mehr 40 Grad, hier mehr 20 Grad unten. Die Windgeschwindigkeit an dem 18.4. relativ niedrig, 10, 20 km/h, praktisch nichts richtig am Boden spürbar. Und dann oberhalb der Inversion, und das ist eigentlich typisch hier, eine sehr starke Windzunahme bei 3000 Meter, etwa 80 km/h Wind. Und ich nehme mal an, dass das diese Wellen hier auch provoziert hat, dieser große, starke Höhenwind, und der dann zu diesem Flügen letztendlich geführt hat oder uns die Flüge erlaubt hat. So, in der neueren Zeit 2018 ist von Bamberg kommt der Maximilian Dorsch Richtung Thüringer Wald auch bei einer Nordostlage unterwegs gewesen. Er hat dann in Bamberg schon eine Welle gefunden und ist dann per Motorkraft dann bis an den Thüringer Wald rangeflogen, hat hier den Einstieg bekommen bei 1. Bei 2 ging es dann richtig hoch bis knapp 3000 Meter und konnte dann eine lange Welle, wenn man so will, oder ein langgezogenes Steiggebiet hier am Thüringer Wald lang fliegen. Und dann natürlich komfortabel auch wieder zurückfliegen nach Bamberg, auch bei Nord-Nordostlage. Ja, zusammenfassend vielleicht, in diesem Bild sind dargestellt die erflogenen Wellen, von denen ich gerade berichtet habe. Und ihr seht, dass, wenn man das mal so verbindet, dass man ein Gebiet hat, praktisch vom Eid bis runter zum Thüringer Wald, in dem diese Nordostwellen aufgetreten sind, real. Und die werden da auch wieder auftreten, wenn es eine ähnliche Windrichtung ist und eine ähnliche Wettersituation. Ja, und das Potenzial ist relativ einfach. Man kann hier Zielrück vielleicht 400 Kilometer machen oder man könnte auch, wenn man hier auf so einer geknickten Bahn fliegt, ein Dreieck daraus machen. Das sind eigentlich 470 Kilometer, aber da kann man jetzt viel spekulieren. Je nach Geschick und Wetter und Flugzeug kann man da jedenfalls schön was rausholen. Das ist bisher noch nicht passiert, aber vielleicht rege ich ja mit diesem Vortrag auch jemand an, der das dann mal ausprobiert. Okay, Christoph, dann gebe ich mal zurück an dich, ja? Jo. Und leg mich wieder stumm. Okay. Ja, dann springen wir mal 90 Grad weiter gegen den Uhrzeigersinn. Dann hätten wir also die Nordwestlagen von Norden bis Westen. Wenn man da mal aufträgt, was so geflogen worden ist, sieht man auch im Wesentlichen so ein paar einzelne bunte Punkte, die nicht so wahnsinnig viel verbunden sind.
Am Meißner kann man fliegen, an der Rhön kann man fliegen. Das ist eigentlich das klassische Gebirge in unserem Bereich für die Nordwestlage. Das sind hier auch ein paar Flüge am Dingel da oben. Und man kann auch sozusagen auf der anderen Seite vom Acker oder vom Brocken fliegen. Da gibt es ganz wenig, aber es gibt hier immerhin einen Flug, der von Goslar aus gemacht worden ist, von dem Jens Bothe vor einigen Jahren. Aber die klassische Nordwestlage ist eigentlich die Rhön und natürlich das Erzgebirge. Da können wir mit den norddeutschen Mittelgebirgen nicht mithalten. Aber das ist ja außerhalb des heutigen Interesses. Ja, das ist sozusagen die Frage, wie man da hinkommt bei Nordwesten. Ich habe mal zwei Flüge ganz kurz rausgezoomt, die ich mal vorstellen will, weil die so ein bisschen exemplarisch sind für das, was man machen kann an der Rhön. Man sieht jetzt hier die Rhön, die Wasserkuppe, der Kreuzberg, also die beiden höchsten Berge eigentlich, die es da so gibt. Und da sieht man genauso, wie der Bogen hier von dem Rhönkamm ist, so kann man auch da außen dran langfliegen. Man kann da auch noch ein bisschen weiter nach Norden raus. Und man sieht, es gibt auch eine schöne, ausgeprägte Sekundärwelle über die ganze Strecke, wo man auch da langfliegen kann. Der klassische Startplatz hier ist, wenn man keinen Eigenstarter hat, Bad Neustadt, weil die eine Asphaltbahn haben und da auch unabsaufbar sind und man eigentlich immer rausgekommen ist, in der Vergangenheit zumindest. Muss mal gucken, wie das im Moment sich so weiterentwickelt. Ein anderer Flug, der auch dort gemacht worden ist, das ist auch einer von mir vom 29. November 2019. Der ist ein bisschen untypisch, weil da tatsächlich der Sprung zum Thüringer Wald rüber geklappt hat. Ja, hier liegt ja der Thüringer Wald im Prinzip jetzt parallel zur Windrichtung und der hat natürlich genauso wie der Harz mit dem Acker so Quertäler und Querberge hat er natürlich auch Kämme, die quer zu der eigentlichen Hauptrichtung des Thüringer Walds stehen und damit dann auch quer zu der Windrichtung, wenn man Nordwest hat. Ja. Und wenn man genau hinguckt, sieht man hier an der Rhön tatsächlich drei, die Primär-, die Sekundär- und die Tertiärwelle, ja, die hier von dem Rhönkamm kommen. Und man sieht, dass diese kleinen Buckel, die es hier oben gibt, die machen da eine Welle und die erlauben praktisch den Sprung hier rüber in den Thüringer Wald. Und hier an der Stelle, das ist dieser Teil, da konnte man tatsächlich wieder auf 3000 Meter hochsteigen an der Stelle, was ich dann benutzt habe, um irgendwie hier mühsam durch dieses flache Gelände wieder zurückzufliegen, was man aber im Prinzip natürlich auch benutzen kann, wenn man Zeit hat und abenteuerlustig ist, in dieser Richtung weiterzudenken oder weiterzufliegen. Ja. Gut, aber das sind auch Dinge, die... ähnlich wie der Herbert, ein Appell an diejenigen, die zuhören, ob sie mal in diese Richtung so ein bisschen weiterdenken wollen. Weitere Flüge will ich gar nicht vorstellen. Nordwest hat ein bisschen das Problem, das ist natürlich häufig sehr feucht. Man sieht das jetzt hier, das ist so ein Blick nach Süden. Also der Wind kommt von rechts, der Rhön-Hauptkamm ist auch hier rechts. Und da unten ist irgendwo Bad Neustadt unter dieser Lücke da. Das ist die Einstiegslücke, die Sekundärschwingung. Hier ist die Primärschwingung und hier fliegt man da so am Rhönkamm nach Norden hoch. Da ist es schon ziemlich dicht da unten. Also wenn man sowas macht, muss man natürlich gucken, dass man genug Höhe hat, dass man da wieder zurückkommt. Und man muss auch wissen, dass die Lücken, die da sind, a, schnell zugehen können. Also muss das ein bisschen im Auge behalten. Und man muss, wenn man eine Lücke hat, irgendeine Lücke hilft nicht, wenn man eine Stratusbewölkung hat mit 800 Meter Untergrenze. Das muss ja unten drunter auch irgendwie landbar sein, im schlimmsten Falle. Ja. Also da muss man so ein bisschen Piano tun und ein bisschen vorsichtig sein. Das ist leider halt sehr häufig, dass das feucht ist dort. Ja. Das ist ein Problem bei den Nordwestwellen. Das andere ist es manchmal ein bisschen unübersichtlich, ja, weil die Bedingungen für die Ausbildung von Wolkenstraßen sind eigentlich die gleichen meteorologisch wie für die Ausbildung von Wellen. Ja. Und häufig hat man auch das, was der Herbert gerade gesagt hat, unten Thermikstraßen und oben drüber, wenn der Wind von links kommt, Thermikstraßen in diese Richtung und mit entsprechenden Wolkenstraßen und quer dazu eigentlich die Wellenbewölkung, die man mal weniger besser sieht und mal weniger gut. Aber man hat überall so Aufwindkreuzungen und da muss man sich, es ist manchmal nicht so ganz einfach, dass man sich da drin zurechtfindet. Ja. Aus dem Cockpit kann das dann mal so aussehen. Ja. Da muss man sich jetzt mal überlegen, wo ist hier das Steigen, wenn ich da drauf gucke. Der Wind kommt von links in diesem Fall. Ja. Was man hier sieht, diese Lücke,
die Föhnlücke geht nicht von links nach rechts, sondern die Föhnlücke geht tatsächlich von unten nach oben, ja, in dieser Richtung. Was man hier also sieht, sind sozusagen eine Wolkenstraße, eine andere Wolkenstraße, das Abwindfeld dazwischen, wo es keine Wolken hat. Und die eigentliche Föhnlücke ist diese Ecke hier. Ja, und das ist das Rotorband, was man hat. Und wenn man ganz gute Augen hat, sieht man hier hinten die nächste Lücke. Das ist bei Meiningen sozusagen, ist auch wieder so ein Loch. Ja. Da ist das Steigen immer gut, aber man muss wissen, dass es da ist und man muss ein bisschen aufpassen, dass einen diese Wolkenkanten nicht dazu verführen, dass man irgendwo eine falsche Abbiegung nimmt. Dann landet man tatsächlich irgendwo im Abwind. Ja. Also das ist ein bisschen herausfordernd, wenn man da unterwegs ist. Mehr will ich zu den einzelnen Flügen gar nicht sagen, weil uns erwartet ja noch die Hauptwindrichtung eigentlich. Das sind die Südwestlagen, wo die großen Flüge gemacht werden hier in den Mittelgebirgen. Nur das Potenzial bei Nordwest ist natürlich ähnlich wie das vorhin bei Nordost. Man kann also A, in den Thüringer Wald springen und hier Richtung Erzgebirge oder Fichtelgebirge denken, ne? Das, der erste Teil ist gemacht, der zweite Teil müsste auch gehen und dann hat man Rückenwind hier rüber. Da kommt man natürlich nie wieder zurück, aber man käme vielleicht in diese schöne Erzgebirgswelle rein. Ja. Oder man schafft den Sprung zum Meißner hier rüber. Ja. Das hilft sogar, wenn man ein bisschen weniger Nord drin hat und ein bisschen mehr West drin hat. Dann hat man nicht so viel Gegenwind auf dem Weg da hoch und dann sollte das machbar sein und dann kann man vielleicht auch den Harz mit ins Boot holen. Ja. Also das sind so Gedanken, die einem kommen können, wenn man diese Flüge anguckt und die Landkarte dazu. Man kann auch abseits denken von dieser Gegend. Das ist aber alles, was, also ich kenne nichts, wo dort was erflogen worden ist. Das Sauerland macht Wellen, der Hunsrück macht ganz schöne Wellen, der Spessart macht Wellen, da muss man ein bisschen aufpassen mit dem Luftraum Frankfurt. Also das sind alles Dinge, wo man mal vielleicht drüber nachdenken kann, wenn einem langweilig geworden ist in allen anderen Wellen, die man so geflogen ist. Gut, ja, dann West bis Süd, die Südwestlagen, das sind natürlich eigentlich die klassischen Wellenlagen in den norddeutschen Mittelgebirgen, muss man sagen, deswegen kommen die jetzt auch zum Schluss. Das liegt einfach daran, das sind die häufigsten Wetterlagen, die man hat. Hier sind mal die Statistiken aufgezeichnet für Windstärke und Windrichtung am Harz, im Thüringer Wald, im Sauerland, an der Rhön. Also da sieht man, dass West- und Südwestlagen sind natürlich die, die am häufigsten auftreten. Folgedessen gibt es auch die meisten Flüge für diese Windrichtung und man hat die dichteste Vernetzung, wo also am meisten diese Teilsysteme miteinander verbunden worden sind, auch fliegerisch schon. Ne? Die typische Wellenlage ist so eine präfrontale Lage. Irgendwo hier drüben hat man so ein dickes Tiefdruckgebiet, was dann am Tag später mit Regen oder mit Schnee vorbeikommt. Und vorher hat man hier also so ein Frontenwirrwarr. Ja, also hier habe ich mal drüber gelegt, die Analysekarte. Hier ist die Warmfront, hier ist die Kaltfront, hier ist der Warmsektor. Das ist tatsächlich so ein bisschen ein klassisches Lehrbuchbeispiel für eine Zyklone, die sich da ausgebildet hat. Ja. Und wenn man mal anguckt, was an diesem Tag passiert ist im Laufe des Tages, das war der 14.11.10, ist ja schon ein bisschen her. Aber das sind die Flüge, die gemacht worden sind quer über Europa. Das sind die Pyrenäen, das sind die Alpen. Das hier ist da unten Pfälzerwald und Rheintal. Das ist unser Gebiet, norddeutsche Mittelgebirge. Und hier geht es dann tatsächlich bis ins Altvatergebirge. Also das ist alles sozusagen die gleiche Wetterlage, die hier Wellen erlaubt hat von Spanien bis an die polnische Grenze. Und wenn man sich hier mal guckt, wie sich das im Laufe des Tages entwickelt hat, dann sieht man, dass es mehr oder weniger stationär geblieben und man kann den ganzen Tag in diesen Wellen da langfliegen. Gut. Was ist bei uns hier oben da so geflogen worden? Das sind mal alle Flüge übereinander gelegt und da seht ihr, dass tatsächlich das jetzt ein System bildet und dass diese Einzelteilsysteme ganz gut schon miteinander vernetzt sind, auch fliegerisch. Ja, man hat die ganzen Gebirge, die wir jetzt in den anderen Richtungen schon diskutiert haben, tauchen hier auch wieder auf. Vom Wesergebirge, wo man natürlich auch klassisch Hang fliegen kann hier. Das ist nicht unser Thema heute, aber da ist immer ganz viel los da oben. Das kann man natürlich verbinden mit dem Wellenfliegen, was Thomas vorhin auch schon sagte. Hier ist die Schaumburgwelle und hier ist die Voglerwelle. Der Harz ist natürlich der Klassiker für Südwest. Der Thüringer Wald ist ein Klassiker für Südwest. Und hier gibt es noch so ein paar kleine Gebirge, der Meißner geht und das Werratal in Verlängerung zum Thüringer Wald. Dann hat man hier noch den
Kellerwald, der da eine Welle macht, und den Habichtswald bei Kassel und auch am Teutoburger Wald kann man Südwestwelle fliegen. Ne? Also das ist eine ganz schöne Sache, wo man viele interessante Flüge machen kann. Hier habe ich es nochmal farbkodiert, damit man sozusagen sieht, wo das Steigen ist. Ja, das sind die gleichen Flüge wie die ihr eben gesehen habt. Und ich will mal drei Verbindungen im Einzelnen noch diskutieren. Also das ist einmal, was noch fehlt, ist so ein bisschen der ganz große Flug, der alles miteinander verbindet. Ja, aber wir sind auf dem Weg dahin und immer mehr Leute denken darüber nach und fliegen das auch. Wesergebirge und Harz, ja, das ist diese Verbindung jetzt hier oben. Exemplarisch, gibt ganz viele Flüge. Also bitte, wer jetzt hier nicht auftaucht, bitte nicht böse sein. Es gibt mehr als die. Ich habe mal frühe Flüge genommen und welche, die ich für besonders erwähnenswert halte. Da gibt es also einen von 2008, das ist schon ein bisschen her, mit der ASW 22 gemacht. Das war so der erste, den ich gefunden habe, der tatsächlich komplett ohne Motorhilfe ausgekommen ist. Es gibt viele Flüge, die früher gemacht worden sind, wo aber immer für den Rückweg irgendwie der Turbo gebraucht wurde. Sprung vom Wesergebirge hier zumindest in die Nähe vom Brocken. Der Dan Spreuth, der, glaube ich, auch zuhört. Ich habe zumindest irgendwas gesehen im Chat. Ganz schöne Flüge, Dan. Ich habe noch einen von dir gleich oder zwei sogar, der mit dem Nimbus 4 hier rüber gesprungen ist und die ganze Harzkante abgeflogen ist und wieder zurück. Und ganz neu, und den erwähne ich deswegen, weil er am Teutow anfängt und nicht am Wesergebirge hier oben. Und weil er nicht mit einem Nimbus 4 und einer ASW 22 gemacht worden ist, sondern, wenn ich dem OLC glaube, tatsächlich mit einem Standard-Cirrus, ja, mit einem Clubklasse-Flieger, kann man hier sozusagen mit Rückenwind jetzt in diese Systeme reinspringen, wo man auch vom Hang fliegen in diese Voglerwelle reinkommt. Die Voglerwelle ist eigentlich diese da. Und das hier ist so ein bisschen ein schwieriges Gebiet, wo man natürlich eigentlich wenig Steigen hat. Da gibt es also unterschiedliche Philosophien, wie man das durchquert. Da ist keine so richtig gut. Man kann aber auch hier oben rumfliegen. Da sind ja auch noch so ein paar Berge. Ich habe das hier nochmal im Detail gekennzeichnet, wo man auch sieht, wo es steigt. Ne? Das ist das Steigen vom Teutow, das ist das Steigen von der Voglerwelle, die hier am Ende des Wesertals steht. Und der Lukas Brune ist also hier hinter dem Thüster Berg, der 440 Meter hoch ist, hat er hier nochmal Höhe geholt, um hier einen schönen, intelligenten Weg in den Harz zu finden hier drüben. Wenn man dann mal da ist, an dem ersten Buckel hier, der Schalke, da kann man sich dann bis zum Brocken hinhangeln. Und wenn man mal da ist, dann hat man natürlich gewonnen. Dann kann man sozusagen die ganze Harzkante abfliegen. Der wollte aber gar nicht zurück zum Teutoburger Wald, sondern ich weiß nicht, viele Kilometer auf die Uhr schreiben. Der ist dann also hier nach Celle-Scheuen hochgeflogen. Und wie er dann zurückgekommen ist, weiß ich nicht. Aber cooler Flug, muss ich sagen. Also das ist die Schiene Wesergebirge-Harz, ja, was da so geht und was Leute gemacht haben. Und man sieht die Höhen hier dazu. Auch das alles findet unterhalb von 3000 Meter statt. Der Lukas ist also immer oben geflogen. Die anderen Flüge sind natürlich, wenn die hier drüben am Wesergebirge sind, im Hang. Und da sind die oben dann eben nur, wenn sie hier am Harz sind, da drüben. Gut, eine andere Verbindungsstrecke ist von der Weser nicht in den Harz rüber, sondern über den Solling an den Meißner herunter und an das Werratal. Auch das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Da gibt es auch ein paar schöne Flüge. Der Dan Spreuth ist da auch wieder dabei mit seinem Nimbus 4. Der Thomas ist da mal rüber geflogen mit einem Arcus T. Der Zwerg, Thorsten Lindstedt, und der Thomas Meder, die sozusagen die treibende Kraft an dem Witzenhäuserplatz, wo man auch gut in die Luft kommt, die sind mal in die andere Richtung geflogen, erst zum Weser und dann wieder zurück. Und der Dan ist dann nochmal im letzten Jahr, in der vorletzten Saison, also im Oktober 20, die ganze Strecke durchgeflogen, wollte, glaube ich, auch wieder zurück, hat es aber nicht geschafft. Also der Hinweg ist geschafft, aber der Rückweg, der fehlt noch, der ist noch offen. Ja. Auch hier, wenn man das miteinander verbindet, die gleichen Dinge, die Schaumburgwelle, die wir schon gesehen haben, die Voglerwelle hier, dann hier so ein bisschen die Durststrecke über den Solling, da sieht man auch, da gibt es keine einheitliche Meinung, wie man das am besten macht. Dieses Steiggebiet hier ist leider kein Steiggebiet, sondern ein Motorsteigen beim Rückflug.
Aber hier im Wesertal, hier ist der Reinhardswald und hier ist der Kaufungerwald, hier ist der Meißner, da kann man also wieder Höhe machen und dann hat man hier wieder so eine kleine Durststrecke, bevor es dann hier unten in den Thüringer Wald geht. Der jetzt hier nicht so eine Rolle spielt, weil es ja im Prinzip um diese Verbindung hier oben ging. Barogramme seht ihr auch wieder, viel Hangflug hier oben am Wesergebirge und Wellenflüge bis 3000 Meter. Das reicht, ja, das kann man machen. Und diese ganze Strecke von da oben, vom Ende des Hangfluges an der Weser bis da runter nach Alkersleben am Thüringer Wald, das sind immerhin 250 Kilometer. Ja. Das ist eine ganz schöne Strecke, die man da zurücklegen kann. Der letzte Teil, vom Solling über den Meißner zum Thüringer Wald. Wie gesagt, ich habe gesagt, die ganz große Verbindung hat noch keiner geschafft. Also wenn man vom Thüringer Wald loslegt, nach Nordwesten hochfliegt, da gibt es ein paar schöne Flüge, ein früher Flug vom Jan Rothart, vom Oktober 2010 schon, der erste, den ich so gefunden habe, der bis zum Meißner vorgedrungen ist und wieder zurück tatsächlich. Dann gibt es ein paar Flüge von der anderen Richtung, von Witzenhausen. Das ist einer, wo ich mit drin gesessen habe, wo wir hier runtergeflogen sind bis nach Alkersleben und wieder zurück. Da musste man auch ein bisschen Hangunterstützung hier nehmen auf dem Rückweg. Hier sieht man das, glaube ich, besser. Dann gibt es die noch ein Flug vom Jan Omsels, ein neuer von Oktober 20, der also hier so ein bisschen in der Sekundärwelle hochgeflogen ist bis nach Göttingen. Und es gibt einen Flug von Michael Kranich, der da viel unterwegs ist, weil der daherkommt aus Alkersleben, der also hier in der Tertiärwelle geflogen ist und noch ein Stückchen weiter bis an den Solling. Also der ist fast dran gewesen am Wesergebirge da oben, aber nicht so richtig dran gekommen und wieder zurückgeflogen. Aber da ist die Lücke fast geschlossen. Ja. Dann gibt es hier einen Flug bei Westwind, der ist jetzt von Silvester, also noch gar nicht lange her, noch keinen Monat vorbei, der nicht ganz bis ins Werratal da hochgeht, aber fast. Also auch in die Rhön kann man hier abbiegen, wenn man etwas weniger Süd drin hat und etwas mehr West drin hat. Ja. Und last not least, was mich verwundert, ist dieser Flug hier runter. Das ist einer von mir, der ist nicht so wahnsinnig groß. Und nicht so wahnsinnig lang, ist aber einer der ganz wenigen, die sich mal in die andere Richtung bewegen. Ja, also wenn man hier mal runterguckt, das ist dieser Flug, der hier runtergeht. Und der hat hier, das ist die Bleilochtalsperre da unten. Das ist eigentlich dann schon nicht mehr Thüringer Wald, sondern schon Frankenwald. Da konnte man nochmal auf 2.500 Meter hochsteigen. Da ist der Weg in das Erzgebirge nicht mehr so weit, wenn man in diese Richtung denkt. Ja. Wir haben ja bei dem Erzgebirgsvortrag vor einem Monat oder vor anderthalb Monaten dann drüber spekuliert, wie man von Alkersleben aus 5.000 oder 6.000 Metern hier gerade durch bis ins Altvater oder ins Riesengebirge zumindest fliegen kann. Ich glaube, der intelligente Weg geht hier unten rum. Ja, ihr braucht nicht die 5.000 Meter hier oben. Ich glaube, die 3.000 reichen. Wenn man hier nochmal auf 3.000 kommt, dann kann man sich hier über die Quertäler vom Erzgebirge vielleicht davor hangeln, ja, ohne dass man Transponder Sauerstoff braucht und mit Haubenvereisung kämpfen muss. Okay, auch diese Flüge, alle, die hier drauf sind, unterhalb 3.000 Meter mit wenigen Ausnahmen. Das sind dann 3.500 oder sowas oder maximal 4.000. So, und das ist also eine Strecke, die hier geflogen worden ist in dieser Richtung von über 200 Kilometer. Ach, und den einen Flug habe ich noch vergessen. Das ist der hier, der so ganz vorwitzig quer geht in die andere Richtung. Der ist vom Thomas, der mit seiner Hornet da über den Harz gesprungen ist. Das sieht man hier vielleicht besser. Das ist einmal bei den Witzenhäuser Werratal, Werra Valley Wave Camps in die Sekundärwelle gesprungen, in die Tertiärwelle und dann über den Harz drüber, der natürlich hier drüben dann wunderschöne Wellen macht auf der Südwestseite und dann in Ballenstedt gelandet. Und ich glaube auch da, von da, Thomas, bist du mit dem Zug zurückgekommen dann. Thomas ist nämlich ein begeisterter Zugfahrer neben der Tatsache, dass er ein begeisterter Segelflieger ist. Okay, sagen wir mal so, diese Verbindungsstellen oder Verbindungslinien, die man erflogen hat, die man sich denken kann,
Das ist was, was ganz populär geworden ist in letzter Zeit, was mich sehr freut. Vielleicht hängt es auch ein bisschen mit der Corona-Situation zusammen, weil viele Leute, die sonst in Namibia oder irgendwo auf der Welt unterwegs sein würden, in Deutschland sind und statt über der Kalahari am Thüringer Wald Welle fliegen. Und zusammen mit der SkySide-Vorhersage natürlich auch leicht so großräumig denken können. Ja, also da ergeben sich schöne Sachen und auch Dinge, die tatsächlich gemacht werden. Ja. Das ist also vom 20. Oktober 2021 diese Saison alle Flüge, die an diesem einen Tag gemacht worden sind. Hier oben ist auch ein Flug dabei vom Thomas Schad, der hier die Veranstaltung moderiert. Ja, der ist hier am Harz rumgeflogen. Und dann gibt es diese Flüge am Thüringer Wald, die hier ins Werratal hochgehen. Es gibt die Flüge, die hier über den, das ist der Hainich hier, der macht auch eine Welle. Und in der Verlängerung kommt man dann hier hoch an den Solling. Das ist dieses Ding. Und da ist im Prinzip die Verbindung offen zum Wesergebirge. Man sieht das auch, die Flüge überlappen hier tatsächlich. Es gibt nur nicht einen durchgehenden Flug, es sind halt zwei. Also einer, der sozusagen vom Harz zum Wesergebirge rübergesprungen ist. Aber das, wie gesagt, ein einziger Tag, der geflogen worden ist. Und nicht vergessen, hier unten der Kellerwald, die Kellerwaldwelle von Bad Wildungen aus. Da sind auch Leute unterwegs gewesen. Ne? Ach ja, und hier unten im Fichtelgebirge ist auch noch jemand geflogen. Ne? Christoph? Ja? Also hier kam noch ein Beitrag vom Matthias Dümo. Der sagte, also damit habe ich auch schon mal spekuliert, mit der Welle vom Hildesheimer Wald, Deisterwelle, Hildesheim, Salzgitter, diese Richtung würde auch gehen, ja, die etwas nördlichere Route. Genau, das ist praktisch dann hier oben dieser Bereich, wo ich ja exemplarisch mal den Flug von Lukas Brune gezeigt hatte, der da am Thüsterwald, heißt der, glaube ich, Höhe gemacht hat. Da gibt es noch ganz viele solche kleinen Berge, die man natürlich auch verwenden kann. Komme ich noch mal drauf zurück. Also das ist nicht das Einzige. Also das geht alles hier oben und auch das, was der Herbert vorhin gesagt hat, das ist ja praktisch dieser ganze Bereich gewesen. Also diese Berge gehen alle hier. Ja. Die sind nur noch nicht alle geflogen worden. Ja. Also da gibt's ganz viel noch zu entdecken und ganz viel zu verbinden. Ja, völlig richtig. In der Zuschauerrunde ist auch der Wolfgang Glieder und ich glaube, wir sollten nicht vergessen, ein bisschen Reklame für den Wellenpokal zu machen, der in Aschersleben stattfindet. Ich weiß, kommt das bei dir noch? Oder nee, hatte ich jetzt nicht zugesagt, weil ich mich so ein bisschen auf diese Verbindungen von den Systemen beschränkt habe. Aber ich habe ja gesagt, hier am Harz, das ist natürlich der Klassiker bei der Südwestlage, dass man die ganze Harzkante langfliegen kann. Und hier ist ja auch dieses Wellenfenster da oben drüber, wo man tatsächlich auf 6000 Meter hochsteigen kann und wo gerade in Aschersleben natürlich auch immer viel Betrieb ist. Also der Wolfgang Lieder und auch der Karl-Heinz Dannhauer sind natürlich da die guten Seelen dahinter, die da Betrieb machen am Harz. Der Harz hat so ein bisschen leider das Problem, dass er der Letzte ist in der Reihe, wenn man Südwest hat. Ja, also vom Harz wegzukommen, geht bestenfalls hier rüber ins Wesergebirge und dann könnte man irgendwie versuchen, hier runterzukommen. Aber so dieser direkte Weg, was glaube ich der Karl-Heinz ja auch mal eine Zeit lang versucht hat, der war ja immer sehr schwierig, wenn ich mich recht entsinne. Also das geht dann wahrscheinlich nur über den Umweg nach Westen und dann hier irgendwie rüber. Nein, aber die Harzwelle da oben ist natürlich der Klassiker und das ist auch was vielen von uns, dem Herbert und auch mir sozusagen den Einstieg in die Wellenfliegerei hier in dieser Gegend geebnet und erlaubt hat und auch für die ganzen Leute, die hier aus dem Berliner Raum kommen, natürlich die Stelle, wo man am leichtesten hinkommt. Ja. Also das, ja, ganz richtig. Danke, dass du da darauf hingewiesen hast. Ja. Okay, und den letzten State-of-the-Art-Tag, das wäre Silvester jetzt tatsächlich gewesen, also vor 3 Wochen. Nicht so Verbindungstage, da fehlt leider der Thüringer Wald und auch der Harz, da sind keine Flüge gemacht worden. Aber hier ist der Michael Seischab und die Angelika Meyer, die sind hier von der Rhön nach Norden geflogen. Hier ist der Matthias Picht, der sonst immer Betrieb an der Aue macht. Der ist von Witzenhausen ihm entgegengekommen. Da fehlt nicht viel. Das wäre meteorologisch wohl auch möglich gewesen. Das war von der Bewölkung her nicht so, dass man da durchfliegen konnte. Aber rein vom Verbindungsaspekt her wäre das natürlich gegangen. Hier
ist von der Aue geflogen worden, der Andreas Hellmich, glaube ich, lokal nur, aber da hat es auch eine Welle gehabt. Bei Westwind, ja, hier ist jemand geflogen in der Voglerwelle und hier sind Flüge vom Teutoburger Wald bis hier an den Sollingrand, bis nach Höxter hoch. Ja. Also auch da wellt es überall und da kann man sich natürlich zusammen mit den anderen Flügen, die wir gesehen haben, da schöne Verbindungslinien reindenken. Gut. Ja, wo kann die Reise hingehen? Also es fehlt natürlich dieser große Flug, ne, der sozusagen das Wesergebirge mit dem Thüringer Wald und allem, was dazwischen ist, inklusive dem Harz, irgendwie miteinander verbindet. Das sind hin und rück 600 Kilometer. Ne. Wenn der Tag lang genug ist und das Steigen gut genug und man das zweimal fliegt, dann sind es sogar vierstellig. Ich glaube nicht, dass das geht, aber vielleicht schafft man es ja, dass man das einmal hin und her fliegen kann. Und der Klassiker ist natürlich, dass man das bei Südwest machen würde. Aber was der Herbert gezeigt hat, der Thüringer Wald geht bei Nordost. Hier diese kleinen Berge, die man alle nicht kennt, als jemand, der nicht aus dieser Gegend kommt, die gehen auch bei Nordost. Also vielleicht geht das auch, wenn der Wind aus der anderen Richtung kommt. Ja, ich möchte da vielleicht noch zu erwähnen, bei dieser Nordostlage, die ist ja im Frühjahr, da hat man auch sehr gute Thermik drunter. Also wenn man die Welle nicht trifft, dann kann man zur Not auch unten noch thermisch sich retten sozusagen. Das ist auch vielleicht ein Vorteil, ja. Ist im Herbst nicht so ganz so einfach. Das ist ein großer Vorteil. Im Herbst hat man dann nur die Möglichkeit, irgendwo an den Hang zu gehen. Das geht natürlich oben am Wesergebirge, das geht auch im Werratal, aber das ist immer, ja, für mich ist das nichts. Es gibt der Zwerg fliegt da gerne da unten rum, aber das ist nicht so meine Welt. Ich habe es lieber ein bisschen höher. Es muss nicht 6.000 Meter sein, aber in 3.000 fühle ich mich ganz wohl. Ne? Also das ist natürlich das Ding, wo, glaube ich, ganz viele Leute drüber nachdenken und das versuchen. Und ich denke, das wird auch nicht mehr lange dauern, bis das mal jemand geflogen ist. Also das wäre schön, wenn das irgendwo in den nächsten Jahren mal jemand schafft. Und was man auch machen kann, ist natürlich, sagen wir mal hier diese Nordwestpassage bei Westwind von der Rhön über den Thüringer Wald vielleicht irgendwie in das Erzgebirge rein. Bei West geht die Rhön unter Thüringer Wald. Und die Querrippen im Erzgebirge, das ist natürlich never come back. Aber das wäre eine interessante Sache. Und was total interessant ist, wie gesagt, das hat meines Wissens nie jemand ausprobiert. Das ist das, was ihr ganz vorhin am Anfang gesehen habt in dieser Vorhersagekarte von SkySide, diese Linie hier an der Sauerlandkante runter. Also wenn irgendjemand zuhört, der weiß, wie man da mal in die Luft kommt. Ich habe noch niemanden gefunden, der mich da mal schleppen würde, wenn es sowas gibt. Aber das wär eine schöne Sache, das mal auszuprobieren, dass man hier vom Eckgebirge bis runter an den Taunus irgendwie da mal runterfliegen kann. Also wenn jemand Lust hat, da mal zu schleppen, bitte bei mir melden, wenn so eine Wetterlage ist. Ja, dann. Oder bei irgendjemand anderem. Okay, also es gibt ganz viele andere Dinge, die man natürlich auch machen kann, aber das sind so die bei mir am ehesten im Kopf rumschwirren. Ja, das ist ein bisschen eine persönliche Auswahl. Gut, eigentlich sind wir jetzt um den Kompass einmal rum. Das ist so ein bisschen die Abschlussfolie. Und das kommt nochmal zurück auf die Bemerkung, die eben kam, oben vom Deister. Ja, das ist auch das, wo ich mir das Wording geklaut habe für die Kurzbeschreibung von diesem Vortrag. Das hat der Dan in seinen Flug geschrieben, als er hier nach Witzenhausen runtergeflogen ist an die Werra von der Weser. Das Wichtige ist, hinter fast jeder Hügel stand Welle, hat er da geschrieben. Also der Dan kommt aus Belgien, ja, das etwas holprige Deutsch, bitte ich zu entschuldigen, aber ich fand das so klasse, dass ich das unbedingt hier erwähnen wollte. Und das ist, glaube ich, die Idee, die dahinter steckt. Ja. Also diese ganzen kleinen Hügel, die es hier oben gibt, die kleinen Hügel, die es hier dazwischen gibt, auch die kleinen Hügel, die es hier oben vielleicht gibt, das ist alles machbar und nutzbar, wenn da eine schwingungsfähige Luftmasse da ist. Ja, dann kann man da ganz schöne Sachen machen. Und deswegen will ich eigentlich mit diesem Kästchen hier auch enden. Und dann wäre es das von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, ob Herbert, Thomas, wollt ihr noch irgendwie einen abschließenden Satz machen? Oder? Ja, vielleicht anschließend an das, was du gesagt hast. Also das Relief ist immer da, aber was oft fehlt, ist die schwingungsfähige Luftmasse. Und da muss man, glaube ich, ein Auge für entwickeln, wann die dann
da ist und wie die denn sein sollte. Dann klappt es auch mit den Wellen hier. Wäre so meine Quintessenz. Gut, sind wir am Ende? Dann sind wir eigentlich am Ende, ja. Gut, dann habe ich vielleicht noch das letzte Wort. Es kam jetzt im Chat Folgendes, dass es eine Funktion geben sollte, zum Beispiel bei SkySight, nach Höhe filtern. Und ich habe jetzt gerade über WhatsApp die Information gekriegt, dass das Team SkySight diese Funktion umsetzen wird. Das heißt also, demnächst können wir Wellenflüge über eine Höhenband filtern, rausfiltern. Mal ein positives Ergebnis aus dieser Veranstaltung. Ja, dann möchte ich mich bei allen bedanken, auch bei den 150 Zuschauern momentan, die so lange durchgehalten haben. Die Ankündigung bei uns am 3.2. Ist mit dem Erfinder von Haag eine Sendung geplant, mit dem Professor Meyer. Und ich hoffe mal, ja, das ist was Neues. Wir schauen mal, was es uns bringt, um die Wellen besser zu verstehen, wenn wir dort in der Luft sind. Und dann wünsche ich allen einen schönen Abend und kriege den Freitag rum und dann ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüssi. Gute Nacht.